Selbstverständlich gibt es viele Menschen, die das Buch auch positiv aufnehmen, auch Muslime übrigens. Man darf ja Muslime nicht in einen Topf werfen und denken, die sind alle radikal und fundamentalistisch. Es gibt die Sehnsucht auch unter Muslimen, dass sie endlich mal ihre Religion kritisch betrachten können, auch ihren Propheten und den Koran kritisch betrachten würden. Es gibt viele Freidenker auch innerhalb der Muslime. Und nur hier im Westen gönnt sich man ein bisschen den Luxus, im Elfenbeinturm der Migration zu behaupten, der Islam ist perfekt, der Islam ist Frieden und IS und Islam haben miteinander nichts zu tun. Aber in der arabischen Welt selbst, wo ich auch mein Buch auf YouTube veröffentlicht habe, kommen sehr viele positive Rückmeldungen, Zuspruch. Ich bin eigentlich überwältigt. Das erste Ziel ist einfach, mein Recht auf Meinungsfreiheit zum Ausdruck zu bringen. Ich lehne die Unantastbarkeit von Mohammed ab. Ich sehe nicht ein, dass eine Figur, die zu viel Elend und Leid in der Welt verantwortlich ist, so unantastbar bleiben darf. Ich wollte den Zusammenhang zwischen Mohammed und dem, was in der islamischen Welt heute geschieht, erklären. Ich wollte ihn als Menschen erklären, für Muslime und Nicht-Muslime. Erst wenn wir seine menschlichen Motive und Probleme verstehen, dann werden wir auch die Probleme, die daraus resultiert sind, verstehen. Das ist ein zweiter Motiv. Und es ist ein Zeichen des Widerstandes, des Aufstehens. Wir können nicht akzeptieren, dass nachdem so viele Menschen gestorben sind, dass die Charlie Hebdo-Redakteure und Zeichner umgebracht wurden, weil sie Mohammed gezeichnet haben, dass wir das hinnehmen und sagen, wir müssen weiterhin auf religiöse Gefühle achten. Nein, gerade deshalb sollten wir eher mehr auf Meinungsfreiheit achten. Das ist in Gefahr. Religiöse Gefühle sind nicht in Gefahr, aber Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Ich weiß nicht, vorauseilender Gehorsam kann man das nennen, umgekehrter Rassismus, dass man Muslime für unterentwickelt hält, die Kritik nicht aushalten können und deshalb brauchen sie deutsche linke Intellektuelle, die sie in Schutz nehmen. Das, was für Christentum galt, nämlich Aufklärung, Hermeneutik mit den Texten umgehen, sich mit der Aufklärung versöhnen, das gilt auch für den Islam, aber nicht für die linken Deutschen, die meinen, immer eine schützende Hand über Muslime zu stellen und nennen das Toleranz und Respekt. Mein Verständnis von Respekt beginnt mit der Ehrlichkeit, dass ich die Wahrheit sagen darf, dass ich meinen Gegenüber respektiere und davon ausgehe, dass er auf meine Argumente mit Argumenten zurück antwortet und nicht mit Steinen und nicht mit Kugeln. Ich kann es mir nicht erklären, das ist Kulturrelativismus, das ist Feigheit, das ist intellektuelle Abgehobenheit. Man streitet für die Freiheit des Wortes, es sei denn, es geht um den Islam. Man streitet für Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, es sei denn, es geht um den Islam. Man streitet für Menschenrechte, es sei denn, es geht um den Islam. Da bekommt den Islam diesen Sonderrecht und ich weiß nicht, was das mit Toleranz zu tun hat, warum man Toleranz gegenüber Intoleranz so hoch schätzt. Ich finde, Toleranz gegenüber Intoleranz ist eine Dummheit und eine Gefahr für die Gesellschaft. Ich habe keine Befürchtung, von irgendjemandem instrumentalisiert zu werden. Meine Botschaft ist klar, ich trenne deutlich zwischen Ideologie des Islam und Menschen und Muslimen. Muslime sind nicht automatisch Koran auf zwei Beine, Muslime sind vielfältig und ich
plädiere dafür, dass Muslime nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Genauso plädiere ich auch dafür, dass nicht jeder, der den Islam kritisiert, automatisch alles rechts, alles extrem, alles Populist, alles islamophob zu bezeichnen. Denn Islamkritik ist eine logische Entwicklung des Islam selbst. Das ist, der Islam hat nicht ein Problem mit seinem Image, sondern hat ein Problem mit sich selbst, hat ein Problem mit seinen politischen Ansprüchen, hat ein Problem mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau, hat ein Problem mit Gewalt, hat ein Problem mit der Unantastbarkeit seiner Texte. Und das sollten Muslime zuerst lösen, bevor sie das Image des Islam aufpolieren oder die Kritik am Islam kritisieren. Und mir ist nicht bekannt, dass jemand einen Menschen umgebracht hatte, während er Texte aus meinem Buch zitiert hatte. Das geschieht aber mit dem Koran täglich in der Welt, den man schützen will, den man in Schutz nehmen will. Und wenn Allah sein Buch vor Missbrauch nicht schützt, dann kann ich auch Sterbliche das nicht schaffen. Es gibt die Chance, dass man natürlich aus diesen Menschen deutsche Staatsbürger machen kann, dass man die Fehler der Vergangenheit beheben kann oder nicht noch einmal wiederholen kann, indem man schon an der Tür diesen Menschen klar macht, wie diese Gesellschaft tickt, nicht nur wie die Gesetze sind, sondern wie die Werte dieser Gesellschaft sind. Dass Freiheit hier ein hohes Gut ist, dass Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist, dass hier niemand über dem Gesetz steht, weder Kanzler noch Prophet noch irgendjemand, und Mohammed ist da auch keine Ausnahme, dass Gleichberechtigung von Mann und Frau diese Gesellschaft auch vorangetrieben hat und dieses Land so liebenswürdig und lebenswürdig gemacht hat, dass Muslime lieber nach Deutschland kommen und nicht nach irgendeinem islamischen Land. Aber ich sehe leider, dass man dabei ist, die gleichen Probleme nochmal zu wiederholen, dass man keinen Plan hat für das Ganze, dass man auf einmal so überrascht ist, dass so viele zu uns kommen, obwohl ich vor Jahren auch gewarnt habe, dass das der Fall sein wird, dass die deutsche Regierung auch darauf hofft, dass die Islamverbände mehr eine größere Rolle spielen sollte bei der Aufnahme dieser Flüchtlinge. Das wäre fataler Fehler. Dann werden diese Leute vereinnahmt von konservativen Islamverbänden, die ja einen Islam predigen, der ja ähnlich ist wie der Islam, der für die Zerstörung in Irak und in Syrien und in Afghanistan verantwortlich ist. Ich sehe die Planlosigkeit, ich sehe Zweckoptimismus und Aktionismus, ich sehe Feuerlöcherpolitik und keine langfristige Planung. Das bereitet mir Sorgen. Ich fürchte, dass die Gesellschaft sich spalten wird. Und zwar, dass Extremisten aus allen Lagern mehr Zuspruch bekommen, Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus, und dass die deutsche Mitte tatenlos und sprachlos bleibt, gleichgültig bleibt. Das wäre die wirkliche Gefahr für die Gesellschaft. Eine totale Islamisierung ist nicht zu befürchten, aber eine Spaltung der Gesellschaft ist zu befürchten. Ich bin grundsätzlich gegen Missionierung, ob es von der christlichen Kirche kommt oder von der Koranverteilaktion kommt. Ich kritisiere den Umgang der Kirchen mit den Islamverbänden. Man unterstützt sie, man hilft ihnen dabei, diesen rechtlichen Status zu bekommen. Man verleiht ihnen dadurch mehr Macht, man wertet sie politisch auf, und das ist eine große Gefahr, denn das würde dazu führen, dass diese Islamverbände mehr Muslime vereinnahmen können und mehr Machtstrukturen ausbauen können. Man darf nicht die Islamverbände mit den Kirchen gleichsetzen, denn beide haben vollkommen unterschiedliche Entwicklung im Umgang mit Aufklärung, im Umgang mit Bildung, im Umgang mit Theologie, und das kann man nicht eins zu eins jetzt gleichsetzen. Die Islamverbände wollen verhindern, dass die Konkurrenz bekommen. Sie wollen die Deutungshoheit über die Religion haben. Sie wollen Islamunterricht beherrschen. Sie wollen vom Staat Steuergelder bekommen, um Wohlfahrtsverbände aufzubauen, um muslimische Kindergärten aufzubauen, um muslimische Schulen aufzubauen. Wozu das Ganze?
reichen deutsche Schulen nicht? Warum brauchen wir muslimische Kindergärten? Um die Kinder so früh wie möglich zu indoktrinieren? Der deutsche Staat muss aufwachen, muss sich wehren gegen diese Tendenzen und nicht im Namen der Toleranz Zustände zulassen, die für die Zerstörung anderer Länder verantwortlich sind. Ich bin allen Religionen gegenüber skeptisch. Ich bin kein religiöser Mensch. Aber ich habe mit dem Christentum alles Leere, zumindest was im Neuen Testament steht, habe kein Problem. Und ich finde, ich kenne auch viele Christen, die in ihrem Glauben ruhen und das Vorbild Jesus dabei haben. Und warum soll ich sowas ablehnen, wenn jemand sagt, Nächstenliebe oder liebet eure Feinde oder wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Oder der Schabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Schabbat. Das sind alles Grundsätze, womit ich auch sehr gut leben kann. Ich bin aber gegen den politischen Einfluss der Kirchen in Medien und in Gesellschaft. Ich finde, Religion sollte immer ein offenes Angebot sein und die Menschen sollten zu diesem Angebot gehen und nicht, dass das dieses Angebot ihnen vom Staat irgendwie präsentiert wird in Form von Bildung, in Form von Gesundheitsangeboten und so weiter und so fort. Religion und Glaube ist die eine Sache und politische Strukturen, die aus dieser Religion wachsen, ist eine andere Sache. Ja, die Soziallehre im Islam finde ich sehr schön. Es gibt auch viele positive Aspekte auch der Biografie Mohammed, die ich auch im Buch erwähne. Aber wenn man den Gewaltpotenzial sieht, wenn man die Politisierung dieser Religion sieht, ich unterscheide immer zwischen der sozialen und spirituellen Seite des Islam, die ich wunderbar finde, und der juristischen und politischen Seite des Islam, die ich katastrophal finde. Ich bin ein Mensch, ich glaube an die Menschlichkeit. Ich glaube, dass Werte nicht unbedingt aus der Religion stammen. Sie können von einer Religion herauskristallisiert werden, aber sie brauchen keine Religion. Ich brauche keine Religion, um moralisch zu handeln. Ich habe ein robustes Wertesystem, was ich jetzt aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Erfahrungen zusammengebastelt habe. Ich will keinem Gläubigen seinen Glauben wegnehmen. Ich erkenne ja, dass der Glaube eine wichtige Rolle für viele Menschen spielt, dass er ihnen Hoffnung und Trost spendet. Aber ich lehne den politischen Einfluss der Religion ab. Und da beginnt und endet auch mein Problem mit der Religion.